Und ich würde sagen, das reicht erstmal. Wir haben jetzt doch schon einiges... Ja, wir haben eigentlich nichts geschafft. Wir haben das Twins Labyrinth abgeschlossen. Aber ich habe die ganze Zeit bloß noch was gesucht, was dort gar nicht war. Wir haben den Shrine of the Mother. Ich versuche nochmal kurz den Dings in Gang zu bringen. Auch wenn ich es eigentlich nicht will, so muss ich sagen. Ja, also was heißt nicht will, aber auch wenn ich eigentlich jetzt Schluss machen wollte. Wir versuchen nochmal die beiden Sachen zu aktivieren. Wir haben ja da diese beiden, ich will sie jetzt Dinger nennen, weil mir das gerade nicht einfällt. Und wie war das mit diesem Muriel hier unten? Es hieß ja, der eine Punkt, wo der Finger drauf zeigt, dieser Topf oder diese Vase. Und der Punkt, wo Anunnaki nicht hinsehen will. Nur wie war das? Das war irgendwas mit hier, das zweite Rätsel. Also hinter ihm. Anunnaki resembles the Muriel of a god in Sumerian mythology. There are theories that they are aliens from the planet Nibiru. Aha. Okay, also Anunnaki stellt das Bild oder die Wandmalerei eines Gottes der sumerischen Mythologie dar. Und in der Theorie... Nee, es sind Theorien oder... ja, es sind Theorien im Umlauf, dass er ein Alien sein sollte von dem Planeten Nibiru. Okay, was auch immer Nibiru ist. Also woher dieser Name Nibiru kommt, das frage ich mich jetzt halt gerade. Okay, hier kann ich gerade nichts tun. Wie viele Shurikens habe ich jetzt verbraucht? Okay, 100 Shurikens. Ah, es tut zwar weh, aber es geht. So, vielleicht muss ich mir das nochmal durchlesen. Aber was dann hier vielleicht irgendwo? Das da eventuell. Weil hier würde jetzt der Anunnaki nicht hinsehen. Nein. Irgendwas hat es mit Anunnaki auf sich. Nur ich hab's mir nicht ganz genau durchgelesen. Ich wollte halt nicht haargenau... Klar, bei den Hexen musste ich alles haargenau lesen. Nur hier, ich hasse das. Vor allem... wie, Lamulana, wie geht das? Ja, der Hinweis war da, dass er nicht hingucken will. Aber ganz ehrlich... Einfach durch die Wand gehen, es ist halt... Wie gesagt, es ist so eine Lamulana-Sache. Da kommt man einfach super schwierig drauf. Okay, damit haben wir das erste Siegel geöffnet. Oder das erste Fluttor. Oder wie auch immer. Und jetzt machen wir noch das zweite. Achso, man kommt auch... Doch, man kommt zurück. Glück gehabt, Spiel. Ist eh egal, weil ich muss eh wieder nach oben. Ah, ich muss eh wo ganz anders hin. Ja, und das zweite ist wirklich da, wo er hinzeigt. Also ich war schon richtig mit dem einen. Ich wusste zwar nicht, dass es das zweite dann noch gibt. Ich hätte es mir irgendwie denken müssen mit Anunnaki. Ich bin ja auch drauf gekommen, dass Anunnaki da irgendwas damit zu tun hat. Später. Nur, ja, es ist schwierig. Und ganz ehrlich? Soll das sein? Zumindest. Auf diesen Topf zeigt, ich habe vergessen, wie er heißt. Ribu, glaube ich. Was, Ribu? Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Zumindest früher sollte man diesen Topf zerstören und dann könnte man den Turm in Gang bringen. Jetzt müssen wir den Topf nicht zerstören, sondern wir müssen in den Topf rein. Dive deep down. Und damit sind wir beim zweiten Siegel. Ich hasse dieses Spiel manchmal. Wie soll man denn drauf kommen, frage ich mich. Dass ich in diesen Topf rein soll. Vor allem, es stand im Wiki dran, da soll dann Pfeil stehen. Wo war denn der Pfeil? An der Säule war etwas angezeichnet, aber es sah nicht aus wie ein Pfeil. Ah, Mann. Naja, zumindest damit haben wir jetzt den Turm aktiviert. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen in den Turm, wie gesagt, weil...
Ich will jetzt noch ein bisschen was machen, weil wir heute wieder so einen großen Haufen nichts erreicht haben irgendwie. Klar, wir haben das Twins Labyrinth theoretisch abgeschlossen, eigentlich komplett. Haben wir's? Nee, es fehlt noch dieses eine Rätsel. Aber das können wir noch nicht lösen. Aber ja, ansonsten haben wir halt echt nicht viel gemacht. Klar, Baphomet zu töten jetzt auch noch war natürlich eine coole Sache. Aber wie gesagt, mir ist gerade ein bisschen zu wenig, deswegen machen wir hier jetzt noch ein bisschen. Kann mir irgendwas zerstören? Nein. Man muss ja halt so super vorsichtig sein. Es ist echt schwierig manchmal. Also manche Rätsel sind in Ordnung, klar, sind gut schwer, ja. Auf manches bin ich auch einfach nicht gekommen, weil ich doof bin. Auf manches würde ich auch sagen, kommt man einfach nicht. So. Au. Du bist weg. Ich hätte beinahe die Göttin getroffen. Das endet meist schmerzlich, wie man ja weiß. Okay. Da müssen wir jetzt leider den kompletten Tower nochmal hochklettern. Aber zumindest sieht man dort jetzt, dass das Wasser schon reinfließt. Das wusste ich damals schon, oder das wusste ich von damals noch, dass es das der Indiz war, wenn man es geschafft hat. So, dauert ja auch nicht allzu lang. Wir haben ja leider immer noch nicht die andere Seite freigeschalten. Also die Punkte. Ach, aber stimmt, wir haben hier eine Fee. Dort unten gibt es aber immer noch nicht... Dort unten ist jetzt das Eye of Truth freigeschalten, genau. Nur das können wir jetzt noch nicht holen, wenn ich es richtig weiß, sondern müssen dafür erst nach oben. Wir können uns mal die Fee holen, ist eigentlich kein Verlust dabei. Was bist du jetzt für eine Fee? Was ist das für eine Fee? Wie gesagt, ist das jetzt eine Kampffee oder wie? So, zumindest können wir hier jetzt durch die Wasserrohre schwimmen. Und da wir jetzt den Anker haben, werden wir auch hier nicht einfach so weggetrieben, weil ich glaube, das war zumindest früher so. Ich sehe dich und du kannst nicht weiter als die Wand. So, und damit kommen wir jetzt hier nach oben. Dort drüben müssten wir theoretisch auch noch hin, aber da kommen wir gerade noch nicht ran. Weil wir dafür auch noch zu langsam sind. So, was bringt es denn, wenn wir hier jetzt weiter nach oben gehen? Ich wollte gerade sagen, können wir gar nicht, aber können wir. Deswegen ist eigentlich irrelevant, ist, welchen Weg wir gehen. Halt, was? So, wie hat man jetzt aber nochmal das Eye of Truth freigeschalten? The path is blocked by an illusion of goddess statues. Can thou distinguish what is truth? Okay, also der Pfad ist blockiert von einer Illusion der Statue der Göttin. Kannst du... Distinguish würde ich jetzt als entscheiden, aber es... Eigentlich enthüllen oder verhüllen? Enthüllen? Enthüllen, was wahr ist, würde ich jetzt behaupten. Schwierig, das gerade eben so zu sagen. Kann dieser Hund mal aufhören? Meine Güte, ich hasse diese Viecher. Wie komme ich denn da zu dieser Tür? Frage ich mich gerade. Okay, damit kann ich aber eventuell das Auge der Wahrheit freischalten. Oh nein, die Ninjas. Die in diesem Teil auch mehr aussehen wie Ninjas. Okay, das hat eventuell des Dings freigeschalten. Das Eye of Truth. Challenge the Chamber of Birth. Clutch the Golden Key and pass through the place where we were born. Also, fordere die Kammer der Geburt raus. Clutch the Golden Key. Schnapp dir vielleicht? Ich weiß gar nicht, was Clutch heißt. Aber ich dachte eigentlich, dass der Golden Key in der Chamber of Birth ist. Deswegen wahrscheinlich sowas ähnliches wie Clutch. Wie schnapp dir oder hol dir den goldenen Schlüssel. Und, geh durch den Platz, wo wir geboren sind. Und zwar in der Chamber of Birth. Wie es der Name schon so schön sagt. So, wir sollen die Wahrheit hier entschlüsseln. Und das können wir natürlich am besten, indem wir das Auge der Wahrheit nehmen. It says Eye of Truth above the diagram.
Aber das war doch darunter theoretisch, oder nicht? Huch! Nee, doch, hat sich hier was verändert? Es sieht so anders aus. Hier hat sich doch was verändert. Ah, jetzt verstehe ich. Ich muss ja alle nacheinander aktivieren. Ja, und jetzt hat sich's aktiviert. Ich verstehe. Aber es sah so komisch aus von oben, deswegen dachte ich zuerst, dass sich da was freigeschalten hat. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber wie gesagt, es sah danach aus. Sehr schön. So, damit können wir nichts machen. So, und Abao Aku ist nicht mehr lange unsichtbar. Obtained Eye of Truth. Das ist kein aktivierbares. Nee, hier. Eye of Truth. A stone slate engraved with eye design. So, supposedly has the power to see things that are not normally visible. Also eine Stein, ja, Tafel würde ich es jetzt beschreiben. Eine Steintafel, auf der ein Augendesign eingraviert ist. Hat angeblich die Macht, Dinge zu sehen, die normal nicht sichtbar sind. Das werden wir jetzt natürlich gleich mal auf die Probe stellen. Erstmal, um in die Chamber of Birth zu kommen. Wenn ich das denn richtig weiß. Und zweites Mal, da sieht man ihn, den kleinen Abao Aku. Den kleinen hässlichen. Der sieht irgendwie voll gruselig aus in dem Teil. Sieht er aus wie ein bisschen so ein Alien. Früher sah er aus wie so eine Art Kamel. Kamel passt nicht. Keine Ahnung, wie soll man das viel beschreiben? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was da am ehesten passen würde, keine Ahnung. Kamel war blöd. Ein Känguru, genau. Känguru. Wieso auch immer ich nicht auf Känguru gekommen bin, naja. Zumindest das würde irgendwie am besten zu dem Vieh passen, aber. Achso, jetzt bin ich da wieder drin. Das hat ja viel gebracht. Irgendwie nicht so. Gut, ich brauche die Treppe und dafür muss ich das Ding aktivieren. Und dafür müssen wir erst ein anderes Rätsel lösen. Und zwar, naja. Ich glaube, ich habe es schon mal verraten, welches Rätsel wir da lösen müssen. Egal, ich verrate es jetzt trotzdem nicht. Jetzt gehen wir nochmal den Turm ganz nach oben. Und dann soll es auch gewesen sein. Halt, jetzt komm da raus. Ach Gott. Das ist natürlich immer ein bisschen blöd, mit dem Anker aus Wasser rauszukommen. Nicht einfach. Okay, aber wieso komme ich dann an die Sachen noch nicht? Einerseits dort rein, andererseits... Ach, ich weiß eventuell wieso. Ah, da hat sich jetzt ein Podest aktiviert. Ich habe dich gesehen, Podest. Ah, damit hat sich das jetzt deaktiviert. Ich verstehe. Okay, was ist hier drin? Ein Philosoph? Ja. Ja, finde ich auch. Also, ja, immer wieder schön mit dir zu reden. Gut, wir gehen weiter. Wir haben ja schon gelesen, dass die Philosophen nur auf die Ocarina antworten. Und die haben wir noch nicht. Ja, jetzt mach hier keinen Aufstand. Ich sehe dich. Und da sind sie. Ich wusste doch, dass was fehlt. Und zwar einfach diese gigantischen Luftschiffe. Ich weiß nicht. Ich habe noch nie gewusst, was sie darstellen sollen. Aber sie sind einfach massiv. Ich wollte eigentlich das Geld, nicht die Erfahrung. Aber egal. Trotzdem danke, Spiel. Aber das da drüben hat es jetzt nicht freigeschalten. Interessant. Okay, ist das Ding immer noch weg? Weil das wäre irgendwie auch ein guter Aufzug. Habe ich so gesehen. Jetzt stirbt... Ach. Danke. Es ist scheinbar gar nicht mehr da. Na, verdammt. Respawnt es nicht mehr, oder wie? Nein, 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 nein. Okay, das war gerade so knapp. Wow. Da wäre ich beinahe blöd gesprungen. Okay, da ist das nächste. Gut. Aber von dem kriegt man, glaube ich, einiges an Kohle, wie es mir scheint. Nein! Ach, Mann, wie blöd war das denn? Aber wie gesagt, das hat mir gefehlt am Aufstieg. Weil ansonsten wäre der ja viel zu einfach gewesen. So, tschüss. Jetzt mache ich mir einfach mein Leben leicht. Das meinten sie wahrscheinlich mit den Maschinen, die nach oben fahren. Ich verstehe.
Ich schätze zumindest. Ansonsten wüsste ich nicht, was sonst. Oh nein, oh schade. Ich dachte jetzt, ich könnte den ganzen Weg nach oben, aber naja. Ein bisschen ging's ja. So, was muss ich hier jetzt tun? Du blödes Vieh, du. So. Was muss ich hier jetzt aktivieren? Da scheint es fast eine Tür zu geben. There's a small opening in the wall. Und das heißt? Keyblade? Also Key to Eternity? Ja, scheinbar nicht. Das habe ich auch gesehen, dass es da irgendwas gibt. Aber wie kann ich den öffnen? Keine Ahnung. Jetzt bin ich ja schon oben. Irgendwas übersehe ich da. To the left lies the secret of life. To the right lies the power of destruction. Genau. Beides hätte ich ganz gern, wobei ich eher die Power of Destruction lieber hätte. Aber naja. Achso, ich war jetzt auch nicht mehr oben bei der Chamber of Birth. Das war ja doof. Mother's Wish granted. Bringt mir aber immer nur nichts. Das ist, glaube ich, das Gegenstück dazu, aber ich komme nicht hin. Verdammt. Tja, ich brauche eigentlich das, was dort unten drin ist. In dieser Kiste. Wie ich rankomme, weiß ich gerade noch nicht. Small opening in the wall. Ja, jetzt komm. Pfeffer? Nein. Ich bin klein genug dafür. Nein. Nein. Ich... Keine Ahnung. Was soll ich denn damit jetzt anfangen? Ach, Mann. Vor allem eigentlich war es bloß damals den Tower steigen. Mehr war es eigentlich nicht. Ich habe aber ansonsten nichts, was ich da drauf werfen könnte. Fehlt mir jetzt doch noch irgendwas? Und wenn ja, was fehlt mir? Fehlt mir vielleicht die Erlaubnis der... der Weisen, um das zu haben. Muss ich dann wirklich so weit gehen? Weil das hier hat ja den Zugang zu den Weisen geöffnet. Nur der hat mir dann halt nichts gesagt, weil ich hier mit ihm nur nicht reden kann. Vielleicht ist das das Problem. Das wollte ich eigentlich nicht. Tja, puh. Ah, guck mal, Heilfee. Die bringt mir wenigstens ein bisschen was. Dann gehen wir noch mal kurz nach oben und gucken uns an, ob das jetzt die Statue weggemacht hat. Und wenn nicht, dann muss ich wieder nachgucken, wie ich dort reinkomme. Weil ich sehe ja, dass es einen Zugang gibt, aber wie bekomme ich den auf? Und es ist so toll, diese Heilung. Richtig, richtig gut. So, jetzt haben wir bloß eine kleine Abkürzung, ja. Ring tut sie mir aber nicht viel. Nee. Nein. Ich darf die Göttin nur nicht wegschieben. Auch wenn es bloß eine Illusion sein darf, trotzdem, oder das sein soll, trotzdem habe ich nicht die Befugnis, die Göttin anzufingern. Und deswegen... Das Eye of Truth kann ich auch nicht auswählen. Deswegen muss ich es vorerst mal hier lassen und es geht bloß theoretisch darum, zu wissen, wie ich diese Box aufbekomme. Aber solange ich das nicht weiß, habe ich keine Chance, da irgendwas zu machen. Oh Mann. Das Spiel macht mich fertig. Vor allem in den späteren Phasen ist es jetzt halt echt manchmal ein bisschen anstrengend, was die Rätsel angeht.
Ich weiß zumindest von einem Item, das ich die ganze Zeit schon versucht habe zu holen, dass wir das noch nicht holen können. Das ist ja schon mal etwas. Na toll, okay. Jetzt sind wir eh ganz unten. Jetzt ist eh voll egal. Ja, wir sind wirklich ganz unten. Wow. Guter Wurf, muss ich sagen. Aber das können wir jetzt genauso gut nutzen. Und ja, damit würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht mit Lamulana Remake. Wenn wir den Turm hoffentlich irgendwie voll und ganz erkunden können und dieses Item bekommen, mit dem wir dann sowohl das Geheimnis des Lebens als auch die Macht der Zerstörung freischalten können und damit weitermachen können. Und ja, ich würde sagen, wie gerade eben schon gesagt, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Also dann, ciao!